Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Alps mit dem Sachsen-Let's Player, mit dem Freezy und mit dem Manus. Hallo. 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 Also Leute, ihr habt jetzt gerade, also Zuschauer, ihr habt jetzt gerade kein verschwommenes Bild, also ihr habt schon ein verschwommenes Bild, aber ich wusste gar nicht, dass wenn man sich in die Abgase stellt, vom Auspuff, das wirklich auch so, das ganze Bild so flackert. Randy wendet schwarze Magie an. Er hat gerade einen Baum in der Mitte geteilt. Warte, also längs. Nicht quer, was? Sondern längs. Ich habe jetzt den Baum abgesägt und aus dem Baum ist ein zweiter Baum geploppt. Was? Oh, nicht schlecht. Oh, Lord. Hat geduped. Randy hat an. Mal gucken, ob das nochmal geht. Ja, er hat ja schon VHC-Bann auf Steam, von daher. Ach so. Wow. Echt? Ja, ja, klar, guck doch mal auf sein Profil. Ja. Ja, was machst du den ganzen Tag? Bei COD zu schlecht gewesen, hat er gecheatet. So sah das aus. Bei diesen hohen Spielen namens COD einfach ein größeres Sichtfeld genommen. Und Activision so, nee, das Spiel ist scheiße, deswegen spielst du das auch scheiße. Wow. Aber warst du echt bei COD? Deswegen MW3, FOV Changer. Also dein Sichtfeld von 65 auf mal angenehme 90 Grad. Ja, weil 65 Grad ist ja ganz klar. Dino war ja auch mal beim Bund. Du wisst ja, ihr habt ja Augenkappen links und rechts, ne? Dass ihr links und rechts nichts sehen tut. Ja, und da war damals eine Bannwelle rausgegangen, das hat wirklich 30, 40, 50.000 Leute erwischt. Oh, wegen dem Sichtfeld optimiert? Wegen dem Sichtfeld, das war kirischer G, das war einfach nur ein Programm, was halt dir ermöglicht hat, dein Sichtfeld zu vergrößern. Gut, aber ich denke mal, es war halt korrupt. Ja gut, das gehört gemeldet, schon, ne? Das gehört schon in die Dings dazu, ne, weil andere haben das ja dann nicht, bla bla bla. Ja, das ist mir klar, aber wenn man halt so dumm ist wie Infinity Ward damals und haut halt so 65 Grad als FOV rein, das ist behindert sowas. Battlefield spielst du standardgemäß mit 70 und kannst du bis auf 100 machen. Da weißt du ja, was du da siehst. Du siehst doch, was den COD siehst. Du siehst, da ist der voll der Anhänger? 10% noch. Scheiße. Und ja, halt. Nee, das ist richtig. Also, das ist eigentlich halt. Naja, aber gut. Aber ja. Es ist sowieso dieses ewige Streiten. Battlefield oder COD, Apple oder Android. Ja. Ja, Apple hast du jetzt einen neuen Vorteil, ne? Ist spritzwasserfest. Das wird wirklich die Fresse halten. Die Geschichte kennt, glaube ich, der Werner gar nicht. Nee. Ich glaube, die Zuschauer kennen die auch nicht. Nee, davon rede ich ja nicht mal. Ich rede ja hier von Spritzwasser und nicht von 100 Liter Wasser. Also, ein Arbeitskollege von mir, der hat ein Huawei, glaube ich, Ja. Das kannst du dauerhaft bis 1,50 Meter Tiefe unter Wasser lassen. Ja. Hast du auch eins? Ich habe auch jetzt. Tatsächlich erst vor 2-3 Tagen ein neues gekauft. Werner? Ja. Ich bin voll. Das ist nicht gut. Warte, mach mal Folgendes. Das funktioniert definitiv. Warte mal, ich komme mal mit dem Anhänger. Ich habe so kleine Hölzchen überall rumliegen, die würde ich gerne. Ja, die müssen auf jeden Fall weg. Ich komme mit dem Anhänger. Da wir den Feuerzeugmod nicht mit reingenommen haben, muss ich das leider so machen. Hast du das neue? Musst du aufpassen, ey. Was denn? Ich hab P9, P9 Lite, keine Ahnung was. Soll ich dir mal eine Geschichte erzählen, was Kino mal gebracht hat? Neue. Was denn? So. Soll ich dir wirklich erzählen? Ja, komm, sag mal. Pass auf, wir haben mal die Hof Bergmann zusammen Let's Played, ja? Mhm. Und die Folge fing an und Tino fing an zu labern und sagt, ja, und außerdem haben wir jetzt auch noch die neue Wettermod hier drin und bla 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 bla. Die Leute haben nach dieser Mod zwei Wochen gesucht. Das ging Eskalation war das. Ich hab's halt nicht aufgeklärt. Ich habe halt gesagt, wir haben eine geile Mod gefunden, eine Wettermod. Draußen hat es gerade geregnet an dem Tag, wo wir aufgenommen haben. Und ich habe halt so, ja, draußen regnet es halt gerade und das erkennt das Spiel und deswegen regnet es jetzt in-game auch, wenn draußen schönes Wetter. Wow. Ja, es war halt ein Scherz. Ich wusste ja nicht, dass es so eine Kreise zieht und die Leute komplett eskalieren, weil sie die Mod nicht finden. Unter jedem Video stand, ich finde die Mod nicht, gib mir nochmal einen Link zu der Mod. Ja. Kannst du es auf deiner Homepage verlinken und so. Das hat mir echt liebes Leid getan dann auch für manche, weil die haben. Und ich habe dann gesagt, Leute, das ist ein. Du kannst wieder häckseln, Kusi. Ist das an? Ja, sicher. Jetzt ist es an. Ja, wow. Ja, und hab halt dann so, wow. Was war das denn? Ja, da war ein Krümelchen. Siehst du nicht einen dicken Krümelchen im Boden? Ja, ich seh's. Kriegst du den nächsten, oder?
Ja, lass das Ding mal laufen. Ja, okay. Ich dieses Pelletteil, da müssen wir ja platzieren, ne? Das ist platzierbar, ja. Um die Pellets zu produzieren, dann halt noch die Verkaufsstellen, also diese Trichter, die müssen wir auch noch platzieren, wo das dann abgeladen wird. Wollen wir hier erstmal, wie gesagt, dieses Häckselgut, wollen wir das erstmal hier lagern? Also einen Haufen aufschütten, so einfach nur so just aus Geige, oder wollen wir das direkt wegfahren, das Häckselgut? Also keine Ahnung. Wir hebt den Trigger drin? Ja. Ja. Okay. Extra deswegen sogar. Das hat man mal überlegt, ja. Ja, hat man so gedacht, jetzt lassen wir mal den totalen Realismus hier überkochen. Richtig, richtig. Was spricht dagegen? Maximal eure Meinung. Also maximal eure, ihr maximal. Wenn ihr sagt, nö, lasst uns direkt wegfahren, dann können wir das auch machen. Aber wenn ihr sagt, okay, können wir machen, dann... Ja, die Idee dahinter wäre ja gewesen, dass wir uns noch einen großen Hänger kaufen, mit dem wir das alles wegbringen dann, oder? Richtig, richtig, richtig. Also wenn wir den noch haben, bin ich sofort dabei. Ja. Wir müssen mal gucken, wir fahren jetzt am besten mal das Langholz weg. Mhm. Dann, wenn Randy das hier noch drauf hat, dann gucken wir mal, ob wir dann langsam in Richtung Bergziege kommen, ne? Ja, genau. Müssen wir noch ein bisschen weiter hinter, ja. Nee, fahr mal, leg den mal noch weiter hinter ab. Nee, nicht hinter, also weiter nach links. Ja, genau. So, genau. Hier liegt da noch was rum, das kann doch nicht sein. Aber das kann Freezy, ich mach das schnell für dich. Was denn? Okay, das sieht gut aus, warte, schnell vorne ab. Ach, hier, ja, hab gleich gesehen. Huai. 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 Na, bist du kippen, dann liegt da. Soll ich mal wegfahren? Naja, wir sind an den Rungen oben angekommen. Ach so, ja, deswegen. Wie viele Stämme liegen da drauf jetzt? Eher ums Farm. Ums Fahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einfach 9 davon, aber wenn du da mal unten guckst, das sieht sehr. Ja, ich weiß. Die haben. Stimmt, ja. Die haben eine sehr hohe Bodenfreiheit, würde ich sagen. Mhm, eben. Also, Oma liegt tiefer. Was hat der gesagt? Deine Oma liegt tiefer. Nee. Meine? Nein, eine. Verstehst? Wie gesagt, meine Oma war eine liebe Frau, da müsste ich jetzt hauen. Ja. Kennst du nicht diesen Spruch? Nee, kenn ich nicht. So ein getuntes Auto, was übelst nach unten ist, dass er dann sagt, nur Oma liegt tiefer? Nee, kenn ich. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Ne? Okay. Nee, ich auch nicht. Okay, dann halt nicht. Ich muss vielleicht ist das in Sachsen so ein Ding. Nee, das ist halt einfach. Ne, das ist halt ne, so. Ne, so bildlich halt so, ne? Und, ja, da darf man halt nicht gerade so ne, empfindlich sein in solchen Bereichen. Jetzt muss ich mir das mal angucken, ob der Manus das überhaupt kann hier. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Aber nicht mit dem hier. Ja, runterfallen kann es ja nicht, das ist ja fixierbar. Ach so, ja, das ist ja... Okay. Habe ich gar nicht gemacht. Ach scheiße, kann man hier nicht als Beifahrer mit. Aber dann ist es doch bestimmt deswegen so, warte mal, fixierbar, wo denn? Der X, der muss auf Hänger schalten, hast du doch die Funktion. Ah, X habt ihr das... lösen. Ja. Deswegen liegen die auch nicht so, weißt du? Ach, das war andere, oder was? Ja. Ah. Aber die liegen trotzdem nicht gerade besser. Nee, ich hab's ja schnell wieder angemacht, weil der eine da runtergefallen ist. Guck mal, kriegst du den hier drauf? Kannst du den mal nehmen irgendwie? Boah. Okay, ich arbeite mal weiter, ne? Ja, mach mal. Wenn du das jetzt hier auf einer geraden Fläche hast, kannst du den Spaß doch lösen, dann lass die runter, dann dürften die sich eigentlich rechts dann verkeilen drinnen. Ja, so halten die erstmal, wir fahren jetzt eh runter. Was haltet ihr von dem Vorschlag, dass wir mal alles verkaufen, was da ist? Und dann gucken, was der Kontostand sagt. Ja. Und dann. Nee. Also, Freezy, schnapp dir mal den MAN gleich und ich schnapp mir nochmal dieses gelbe Gedöns. Genau, wir fahren mal hier schön zusammen. Im Dreierkonvoi. Wir haben doch 3 LKWs. Ist klar. Cool. Was sind jetzt hier noch drauf? Das geht doch drauf. Wir sind so eine Rich Bitches mittlerweile. Das ist der Wahnsinn. Aber wir arbeiten aber auch hart hier. Mhm. Aber doch, Randy. Oh, nee. Trifft mich ja gar nicht. Ist ihm egal. So, Ahnung. Gott. Kannst du eigentlich ablegen? Ah. Freezy, weißt du was? Wir lassen den hier. Verbandsache. Das wird auch nichts mehr. Alles klar. So, wow. Oh. Er hat mich tot gemacht.
Was? Der Freezy ist ein Rowdy, ich sag's euch. Komm, ich hab mal einen Unfall hier. Jetzt geht's doch, ja. Hoppla. Wir brauchen mal den Verbandskasten. Wir brauchen einen Defibrillator. Was ist da los? Basti. Alter, Füßi, ey. Du kamst jetzt wieder mit 200 den Berg hier hoch, oder? Ey, gerade so hat er den LKW noch rumgerissen. Ey, fahr da mal ein bisschen vorsichtig. Ey, kam mal wirklich den Berg gerade mit 1000 hier hochgefahren, ey. Mit 1000. So, ich fahr jetzt mal weiter. Ja, doch. Gas ist rechts. Bin schon voll auf dem Stempel, liebe Denker. Alter, du Pfosten hier hinter mir. Moment, da muss ich anders. Das wird so nix. Ey, jetzt dränge dich rum da hinten. Ich hab dich hier. Das ist war eine gute doch. Idee. Mein Sicherheitsabstand hat doch auch nichts gehört, ne? Fühlt sich, oder? Merk wirklich, dass du kein Auto fährst. Ah, hab ich gar nicht erzählt. Durchgefahren? Nee, ich habe jetzt bald Prüfung. Nächste Woche Mittwoch. Bäm! Ja, aber du hast bald Prüfung? Hast ja eigentlich gar nichts. Was okay, hast sie du? Haben dir schon mal zugelassen. Das hat recht. Sei ruhig. Musst du fahren oder Computer? Hab ich schon, Theorie habe ich schon bestanden. Muss mach jetzt fahren. Also das hat mich ja übrigens. Okay. Hast du, bist du allgemein guter Fahrer, glaubst du? Oder? Man hat ja sicher mal privat auf einem Parkplatz geübt oder sowas. Ja, sowas tue ich nicht. Genau. Bitte nicht. Oh Gott. Das ist eine sehr verzwickte Lage gerade, in der ich mich befinde. Warte mal, ich versuche das mal rückwärts zu lösen. Nee, das klappt nicht. Mit dem Kran abschützen? Das ist doch nicht, der kippt doch um. Naja, Hänger einfach zur Seite. Sollen wir mal alle drei mit dem Push-Mod draufdrücken? Warte. Das ist egal, wenn die abreißen. Hier immer eine Qual, wenn wir was wegbringen. Ich glaube, Randy sollte runter. Ich riskier's. Geh weg da hinten. Jo. Boah, Alter. Alter Vater, ey. Uiuiuiui. So. Ich will euch mal kurz zeigen, was hier wieder. So. Ja, das sieht schon sehr profihaft aus. Müssen wir alle zur gleichen Abladestelle fahren? Nein. Ja, wir können das Sackschnitzel im Zug schmeißen. Ach so. LOL. Ja, yeah, really? Da hat's doch Profi. Aber warum? Weil du einfach schlecht bist. Viel zu schnell um die Kurve gefahren bist. Eieieiei. Oh, jetzt liegt da alles auf dem Boden. Ja, oh, da kann ich mich wieder anschwingen. Oh Gott, Marus. Also ich will nicht sagen, ne? Aber ich würde euch jetzt gerne mal schlagen. Komm, mach dich nützlich, lade das Ding auf. Scheiße. Sind wir voll am Arsch. Leg die scheiß E-Kippe weg und lade das Holz jetzt auf, Mann, ey. Boah, na, da muss ich mich erstmal beruhigen bei so viel. Da muss ich mich erstmal beruhigen. Nee, ey. Bei so viel Unfähigkeit. Das ist ey, boah. Kaum ist Olli im Urlaub, bist du Masti hier. Derjenige, der ausschließlich einen Fahrradführerschein hat, ey, der erklärt uns, der will ja einen erklären, was hier abgeht. Ich glaube, es dauert länger. Ich mach mal Motor aus. Wie ich Randy kenne, ist der abgelaufen, den hat er nicht verlängert. Weil Moped-Führerscheine so schnell abläuft. Oder allgemein Führerscheine. Fahrrad. Führerscheine laufen ab, ja. Ja, aber auch erst nach Ewigkeiten. 5 Jahre. Boah, Alter. War das Deichsel das Ding, ne? Bin ich mal zurück, nee, Werner. Nee, ist nicht. Ich hol mir jetzt Popcorn. Ja, ich hab ne Decke mit. Lass uns mal zu gucken, wie die das hier machen. Ich möchte mit dir nicht unter die Decke. Ich unter, aber auf. Ich hab auch einen Picknickkorb. Nein. Wow, was passiert denn jetzt gerade? Alter. Weißt du was, ich lass das jetzt hier so stehen. Nö, ich schmeiß die anderen zwei auch mal runter, weil wenn wir schon mal dabei sind, ne?
wenn die sei. Ich, du kennst, du meine weißt. Freundin sagt, ihr sollt nicht so laut sein, sie will schlafen. Gut, wer? Dann. Nee, wenn wir nicht so laut sein dürfen, dann müssen wir jetzt, ne, aber es. Wir gucken mal, ob wir das nächste Mal aufgeladen bekommen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Schaut gerne bei den anderen vorbei, alle in der Beschreibung verlinkt. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.